So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 2. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen, auf die jüngsten Entwicklungen, besonders im Tech-Bereich. Gestern US Equities nach initialen Aufschlägen ja wieder deutlicher unter Druck gewesen. Aktuell sieht es ein bisschen nach Erholung aus, aber das sah es gestern früh auch. Mal schauen, wohin uns da die Reise dann auch in den Folgestunden führt. Einstehend fest, meiner persönlichen Einschätzung nach, sollte es einen Bounce geben, dann gibt es dort mindestens einen Kandidaten im Einzeltitelbereich, der vielleicht sogar outperformen könnte. Gestern nachbörslich hat Snowflake, der eine oder andere erinnert sich, das ist eine Firma gewesen, die ist letztes Jahr, ziemlich genau jetzt vor einem Jahr, nicht ganz, ein bisschen länger, ein Jahr, drei Monate ungefähr, also im September 2020 an die Börse gegangen. Deswegen brisant oder interessant gewesen dieser damalige Börsengang, weil sich an diesem Tech-Unternehmen, die sind im Cloud-Computing-Bereich, als Konkurrent beispielsweise zu Amazon, zu deren AWS-Lösung aufgetreten, auch Google in diesem Zusammenhang, Cloud-Services. Und da war so ein bisschen die Frage, naja, haben die so viel Wachstumspotenzial noch, beziehungsweise vor dem Hintergrund dieser starken Konkurrenz in diesem Bereich, ist das ein vielversprechendes Geschäftsmodell? Und das, was interessant war in diesem Zusammenhang, war, dass Warren Buffett, der eigentlich normalerweise nicht im Tech- oder im Growth-Sektor tätig ist, sich an dem Börsengang ganz substanziell beteiligt hatte und auch gutes Geld, glaube ich, verdient haben dürfte durch den sehr, sehr erfolgreichen Börsengang. Und die Aktie hat sich weiterhin sehr, sehr gut geschlagen tatsächlich und hat gestern wirklich crushing Earnings gezeigt. Hat die jüngste Korrektur gesehen von etwa 25%, also auch im Gesamtkontext, Growth-Kontext, eigentlich noch relativ ja, solide performt, zwar bärisch performt, aber dennoch besser als der Markt. Und gestern kamen dann eben nicht nur diese sehr starken Earnings, sondern ergänzend dazu auch eine unglaublich starke Guidance für nicht nur das nächste Quartal, sondern ganz besonders für das komplette Jahr 2022. Und wir haben infolgedessen schon einen scharfen Bounce gesehen. Also die Aktie mehr als 15% jetzt im Vergleich zum Tagesschlussbereich um $300, $310 ungefähr, haben wir schon Aufschläge gesehen. Technisch eine sehr interessante Konstellation. Ja, und sollte, das ist jetzt nämlich noch der Gedanke, der da zugrunde liegt, sollte jetzt eben der Tech-Bereich eine Korrekturbewegung einleiten, dann wäre natürlich so ein relativ starker Titel wie Snowflake ein potenzieller Kandidat für eventuellen ziemlich starken Run nochmal auf der Oberseite und ein Fortschreiben dieser jüngsten Performance eben. Also, da werden wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Ich habe auch in der Discord-Community schon diesbezüglich einen Gameplan formuliert. Natürlich die Niveaus müssen wir nochmal ein bisschen ausbessern, eventuell im Laufe der nächsten Stunden, einfach weil jetzt erstmal kein wirklich vorbörslicher Handel natürlich stattgefunden hat. Der setzt jetzt ab 10 Uhr ein, also vor rund einer halben Stunde, und dann müssen wir eben gucken, wie sich dort in den Folgestunden die nächsten Niveaus herauskristallisieren zwischen 14 bis 15:30 nochmal und so weiter, aber im Großen und Ganzen haben wir schon mal zumindest eine Richtlinie, dass das heute ein potenziell heißer Titel ist. Das also zu Snowflake. Dann werden wir natürlich einen Blick werfen auf den DAX, der ist erstaunlich widerstandsfähig, so möchte ich es mal bezeichnen, also deutlich oberhalb von 15.000, hat diese Abschläge von gestern zwar auch in Anführungsstrichen abbekommen, also das heißt auch der DAX hat einen Großteil seiner Aufschläge, seiner Gegenbewegung, die wir dort gestern in den ersten Handelsstunden des europäischen Handels besonders zu sehen bekommen haben, wieder in den Abend hergegeben, aber kann sich von diesen Abschlägen jetzt wiederum relativ gut auch erholen. Vielleicht deutet das darauf hin, dass da vielleicht so ein bisschen bullisches Outperformance-Potenzial ist, ausgehend von der jüngsten, in Anführungsstrichen, Underperformance, nachdem US-Equities eben ganz besonders auf neue Allzeithochs vorgestoßen sind. Gold natürlich wieder massiv geblutet, in Anführungsstrichen, stabilisiert sich deutlich unter 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Stichwort in dem Zusammenhang besonders Inflationsausblick, der da weiter eine Rolle spielt, infolgedessen anziehende Zinsen, die wiederum, naja, eigentlich nicht so wirklich angezogen sind. Das war eher so ein Risk-Off-Umfeld oder so ein Deleveraging-Moment, hat man eher den Eindruck. Das ist also ehrlich gesprochen nicht so wirklich positiv, was Gold uns da gerade präsentiert. Da werfen wir einen Blick drauf. Wir werfen einen kurzen Blick auf den Kryptobereich natürlich, wie gewohnt. Ja, also Agenda ist packed. Wir haben auf jeden Fall einiges zu thematisieren. Bevor wir offiziell starten, hier einmal der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko, ausgehend von der Hebelwirkung einhergehend schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst mit dem vertraut, lade sich dann eine Demo herunter auf markets.com/de und teste risikofrei, schaue, ob der Handel sich für einen eignet, ob das passt, einfach im Zusammenhang, im Einklang steht mit dem persönlichen Risikoprofil. Wenn man dann für sich dort entscheidet, ja, das ist in Ordnung und ich bin bereit, dieses Risiko zu gehen, dann kann man dort auch entsprechend natürlich ein Live-Konto eröffnen. Über CFD, FX und gehebelte Handelsinstrumente hier hinweg gibt es auch physische Aktien, ungehebelt, Investlösungen, ETFs und dergleichen. Schaut euch da gerne die komplette Produktpalette auf der Webseite an. Für darüber hinausgehende Fragen gerne Elena eine E-Mail schicken.
Kontaktiert mich gerne jetzt während des Livestreams hier mit Fragen in der Chatbox, beziehungsweise auch gerne unterhalb des Videos im Anschluss an das Video, falls ihr euch die Aufzeichnung jetzt bei YouTube anschaut. Wenn ihr Fragen zu Märkten habt, die ihr gerne betrachtet sehen möchtet, kontaktiert mich gerne über meine Webseite jk-trading.com/forum. Da gibt es eine Trading-Chatbox, Discord-Community, den LinkedIn stelle ich natürlich gleich noch ein. Ich hatte sie gerade schon erwähnt gehabt. Gerne über Twitter mich kontaktieren, gerne mir auch eine E-Mail schicken, jklatt@jk-trading.com. Und soweit also zur Einführung. Wir switchen einmal hier rüber. Moment. So, in die MarketsX-Handelsplattform. Und hier der Blick einmal auf den DAX. Also resilient, glaube ich, widerstandsfähig könnte man das durchaus bezeichnen, was der hier präsentiert. Wirklich starkes bullisches Momentum bleibt aus, bis dahin jedenfalls. Aber mal schauen, vielleicht gelingt über kurz oder lang eine Eroberung der 15.4, was dann weiteres Aufschlagspotenzial bis in Gefilde, ja, 15.450, 15.5 eben freisetzen könnte. Das korrespondierte dann hier mit einem Test dieser Abwärtstrendlinie. Bevor ich ganz offiziell weitermache, muss ich ganz kurz einmal schauen, ob alles gut gestreamt wird. Davon bin ich überzeugt. Aber was ich vor allem möchte, ist einen guten Morgen wünschen. So viel Ordnung muss schon sein. Und zack. Und dann noch einmal hier der Link einmal zur Discord-Community, die ich gleich hier reinziehe. Also das ist erstmal die Discord-Community als solche. Hier kann man schon sehen. Guten Morgen von heute früh. CrowdStrike, da werfen wir gleich auch noch einen Blick drauf. Die haben gestern auch gute Earnings gezeigt, aber die Reaktion war nicht so außergewöhnlich wie in Snow. Also potenziell eine Aktie, die auch heute heiß sein könnte, aber Snow ist, glaube ich, nochmal deutlich, deutlich interessanter, eben ausgehend von der jüngsten Performance und auch den gestrigen Earnings. So, jetzt mache ich einmal ganz kurz hier einen neuen Link, den kopiere ich einmal, so, den stelle ich einmal hier ein. Und dann noch ergänzend dazu, Stichwort YouTube, vielleicht Schwierigkeiten, die auftreten, irgendwelche Streaming-Probleme. Hier ist einmal der Link zum Twitch-Kanal, so. Moment. So, da könnt ihr auch gerne mir folgen. Das ist dasselbe Event, nur dass wir eben dort mit einer Split-Lösung eben arbeiten. Das, was an YouTube gesendet wird, wird auch an Twitch gesendet. Sollte, wie gesagt, sollten da mal Schwierigkeiten technischer Natur oder dergleichen auftreten, dann findet ihr auf jeden Fall bei Twitch nochmal eine Anlaufstelle. Aber er ist eingestiegen. Ja, ich hab, ja, natürlich, das ist alles so ein bisschen in Relation zu sehen. Auch das gilt ja zum Beispiel im Hinblick auf sein Investment in Barrick Gold, das war letztes Jahr. Es hat ausgereicht, einfach um einen Buzz zu kreieren, also so ein Summen drumherum, welches den IPO, den Börsengang in Snow recht erfolgreich werden hat lassen, beziehungsweise im Falle von Barrick Gold zum Beispiel, dann dazu geführt hat, dass wir eine recht scharfe Squeeze gesehen haben. Gut, es war ein Blow-off auf der Oberseite, wir haben dann anschließend eine sehr, sehr scharfe Korrektur gesehen und Buffett hat da auch sein Engagement reduziert, was auch für ihn nur in Anführungsstrichen Peanuts waren, aber Investments von einer, ich nenne sie mal Koryphäe wie Buffett in Titeln wie Snowflake, also Tech oder Cloud Computing Growth, beziehungsweise auch in Bereichen wie beispielsweise Gold, auch wenn das dann in dem Fall natürlich ein Value-Titel ist, also Barrick Gold an der Stelle, aber nichtsdestotrotz sorgt das eben dafür, dass Marktteilnehmer potenziell aufhorchen lassen, so möchte ich das mal sagen, und das alleine ist eigentlich dann in der Lage, an dieser Stelle ist es herauszustellen, ob das ein großer oder kleiner Betrag ist oder nicht. Ich glaube, das spielt an der Stelle wirklich nur eine untergeordnete Rolle. Aber der Hinweis ist natürlich richtig. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass wir da ein ähnliches Investment in einer Größenordnung haben, wie, ich weiß nicht, in Apple oder in Goldman Sachs zu sein, der Finanzkrise oder dergleichen. Nichtsdestotrotz, ich denke, man sollte das durchaus Erwähnung finden lassen. Ja, wird alles gut gestreamt. Also, dann sind wir soweit ready, set, go. Dann können wir hier den Blick auf den DAX werfen. Wie gesagt, hier gestern eine durchaus sehr starke Performance, was mich natürlich im Nachgang ein bisschen zum Schmunzeln heran oder für Schmunzeln gesorgt hat bei mir. Auch weil ich es leider nicht gespielt habe, muss ich an der Stelle sagen. Erinnert euch dran, ich hatte gesagt, nachdem wir hier neue Tageshochs markiert hatten, das war während des Morning Meetings, hatte ich gesagt, ein Rücksetzer gegen diese ehemaligen Hochs hier, diesen Bereich 280 bis 290 ungefähr und korrespondierend mit einem Rücksetzer auf den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, das könnte man durchaus als Momentum-Play auf der Long-Seite für den Neueinstieg, also ich war nicht aufmerksam genug an dieser Stelle, also tatsächlich habe ich mich zu dieser Zeit, das passt immer relativ gut zusammen, das Morning-Meeting ist zu Ende und dann kommt die Nachbereitung dahingehend, dass ich eben das auf YouTube einstelle, beziehungsweise entsprechend eben den Stream für den nächsten Tag einsetze und dergleichen.
dergleichen. Und dadurch war ich einfach wo ganz anders drauf fokussiert und habe diesen möglichen Einstieg, den ich vorher noch hier im Morning Meeting thematisiert habe, verpasst. Deswegen ärgerlich, weil ich ja auch am Dienstag schon hier ein Longspiel gegen die 15.100er Marke hatte, wo ich dann ja hier infolge der Kommentare von Jay Powell vor dem US-Kongress rausgeflasht worden bin. Ich musste dann im Nachgang, wie gesagt, ein bisschen deswegen schmunzeln, weil das genau so aufgegangen ist, wie es im Morning Meeting thematisiert, was mich immer so ein bisschen freut, ehrlich gesagt. Und also wir setzen dann in diesem Bereich wirklich auf und wir haben erneut erkennen können, dass dieser EMA erstaunlich gut funktioniert, als dann in dem Fall dynamische Unterstützungslinie in einem sich trendiger darstellenden Umfeld. Sind von dem Bereich aufgedreht und zogen dann in auch der ersten halben Handelsstunde, also günstige Vorgaben eigentlich des US-Marktes, zogen dann entsprechend hier auf der Oberseite deutlicher an, sind sogar bis in Gefilde um 15.500 Punkte gelaufen. Das hätte also CRV-technisch auch für ein Intraday-Play durchaus sich attraktiv dargestellt. Und dann kam eben hier der Rollover. Dann kam plötzlich so ein so ein Knacks einfach, so möchte ich das mal bezeichnen. Das waren keine Kommentare in irgendeiner Form, die ich von irgendeinem Notenbanker hier damit korrespondieren sehe oder dergleichen. Also ja, das ist gerade ein Thema, irgendwie äußert sich jeder in Richtung Inflation, irgendwie äußert sich jeder in Richtung, was könnte man dagegen tun. Man versucht irgendwie in Aussicht zu stellen, dass man zum Beispiel seitens der Fed dann an der Stelle die Anleiheaufkäufe reduziert, sich restriktiver präsentiert, vielleicht das Ganze schneller geht im Hinblick auf den Taper und einfach versucht hier den Inflationsdruck eben rauszunehmen. Ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, dass das ein in Anführungsstrichen für Dummverkaufen der Menschen ist, das da stattfindet größtenteils, weil wir wissen, dass das ein langwieriger Prozess wäre, der dann sich über Monate, eventuell sogar Jahre zieht, um eben hier die zerstörten Lieferketten wieder zu reinstallieren und zeitgleich eben die umlaufende Geldmenge bzw. auch die Umlaufgeschwindigkeit resultieren potenziell aus dem Misstrauen der Menschen rund um den Globus in die Politik bzw. Krisenpolitik aktuell und dergleichen, um das wieder zu installieren. Also derzeit kommt hier einfach die Konstellation zum Tragen, Stichwort Inflationsdruck, der resultiert aus dem Umstand, es läuft immer mehr Geld um, reingepumpt in den Wirtschaftskreislauf durch die Notenbanken. Ganz besonders nochmal sich dramatisch beschleunigend post-Corona oder um den wirtschaftlichen Abschwung post-Corona eben hier zu abzumildern, abzudämpfen. Das gilt nicht nur hier in Europa, sondern eben auch in den USA. Und parallel dazu sehen wir einfach mal eben Angebotsengpässe, also Lieferketten, die unterbrochen sind und dergleichen. Und dann trifft einfach viel Geld auf wenig Güter, jetzt mal sehr plump gesprochen. Und infolgedessen kommt es eben zu diesen inflationären Tendenzen, wie wir sie ausmachen können. Wir sollten in dem Zusammenhang übrigens einen Blick werfen noch auf den jüngsten Crash, so möchte man ihn bezeichnen, den wir in Netgas zum Beispiel sehen. Also da scheint jetzt derzeit infolge eben dieses restriktiveren geldpolitischen Kurses, nachdem man gemerkt hat, so wirklich der negative Flushout auf der Unterseite blieb aus, nach der Ankündigung der Biden-Administration dort zu intervenieren, und eben beispielsweise Ölreserven, also das ist jetzt nicht bezogen auf Gas, sondern bezogen auf Öl, aber auch da sieht man ja einen Abgabedruck, der durchaus imposant anmutet. Wir sehen einfach in dieser Konstellation jetzt, dass man anfängt, das zum Thema zu machen. Meiner persönlichen Einschätzung nach, um den Leuten so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, Querstrich, um einfach den Unmut, der sich natürlich folgerichtig, nicht nur durch die schlechte Politik oder die verantwortungslose Politik rund um den Globus, in den USA, sei es die Biden-Administration, hierzulande, sei es wer auch immer, der sich immer weiter auftürmt, also die Frustration wächst immer mehr, die Wut der Bürger nimmt zu, das ist so wie so ein Gespür im Grunde genommen, welches man auch irgendwie ein Gefühl hat, wenn man sich so ein bisschen auf der Straße bewegt, also es ist, ich weiß nicht, also komisch einfach, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Jungs zum Kindergarten bringe, dann ist es so, dass ich da einfach feststelle, dass die Leute sehr in sich gekehrt sind, nicht wirklich das um sie herum wahrnehmen, keine freundlichen Gespräche schalten. Ich meine, gut, wir sind in Berlin, also deswegen, das sollte ich jetzt nicht überbewerten. Berlin ist da sowieso so ein bisschen ein eigenes Pflaster, aber nichtsdestotrotz, also das ist nochmal mehr negativ, als es eventuell sowieso schon immer mal war. Und vielleicht bilde ich mir das auch an der Stelle ein, aber auf jeden Fall, das ist so das Gefühl, diese Kommunikation, die da stattfindet, das gilt ganz besonders, um einfach so den Leuten so ein bisschen den Wind aus ihren sich aufplusternden Wutsegeln zu nehmen. So bezeichne ich das jetzt vielleicht mal. Und das sorgt, jetzt kommen wir zurück zum Markt als solches, das sorgt eben dann dafür, dass aus diesen Kommentaren natürlich kurzfristig restriktivere geldpolitische Haltungen skizziert werden seitens der Marktteilnehmer, die anziehende Zinsen nach sich ziehen, die Tech-Titel besonders, die von billigem Notenbankgeld, niedrigem Inflationsausblick und
niedrigen Zinsen profitieren, diese eben unter Druck bringen. Und das macht sich dann allerdings im breiten Markt früher oder später auch bemerkbar. Und demnach hat der DAX dann gestern eben diese Abschläge gesehen. Das ist eine ziemlich große Bewegung gewesen. Also wir haben tatsächlich die kompletten Aufschläge des Tages. Wir starteten zwar verhältnismäßig imposant und haben gestern auch grün geschlossen auf Tagesbasis betrachtet. Aber nichtsdestotrotz haben wir von den Aufschlägen, die wir hier nach morgens, nach dem kurzen Test der 15.2, und dann diesem bullischen Momentum und diesen 300 Punkten, die wir auf der Oberseite gemacht haben, komplett wieder hergegeben, diese Aufschläge. In den US-Märkten hatten wir zwischenzeitlich, im S&P beispielsweise, hatten wir Aufschläge gehabt von 1,2%, die dann komplett negiert worden sind. Wir sind sehr deutlich, also hier, wir sind recht gut eigentlich gestartet in den Tag. Und wir hatten ja auch noch im Morning-Meeting hier diesen Bereich thematisiert, Rückeroberung der 650er-Region und dann in diesem Zusammenhang eben eine weitere Aufhellung, dass es das auf der Unterseite im übertragenen Sinne war, nach diesem, nennen wir mal Flashout, der dort am Dienstag wiederum stattgefunden hat. Genau, Dienstag war der 30. Und ja, dann haben wir gestern eben diesen Rollover gesehen und diesen beschleunigen Abwärtsdruck. Wir erholen uns so ein wenig von diesen Abschlägen, aber was eben auch klar wurde, ist, das ist jetzt so ein bisschen so eine Art, ich will das, ja, es hört sich so komisch an, aber so eine Art Salami-Crash vielleicht. Das ist so scheibchenweise. Das beschleunigt sich immer mehr und ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn wir uns derzeit noch freundlich darstellen, dass wir noch nicht zwangsläufig auf der Unterseite fertig sind. Also hier ein Flashout in Richtung der 4470 ungefähr untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung im S&P an der Stelle sollte nicht komplett ausgeschlossen werden. Also ich gehe davon aus, dass wir hier durchaus das Potenzial haben. Jetzt allerdings genau der Punkt. Im Großen und Ganzen, auch wenn das jetzt recht heftig ausfällt und wenn das uns ein bisschen aufschreckt und wenn man auch in, beispielsweise im Fintwit-Bereich, also Twitter im Finanzbereich, sich dann einige Kommentare hier anschaut, ganz besonders von jenen, die sowieso so sehr skeptisch sind, dann hast du natürlich jetzt hier schon Parallelen, die gezogen werden. Guck mal, so hat es 1987 auch angefangen, damals mit dem großen Crash dann im Oktober 1987, dem schwarzen Montag und so weiter. Das Risiko, dass wir eben hier nochmal so ein Flashout sehen, ist definitiv gegeben, aber alleine der Umstand, dass sich ein solch bärisches Sentiment aufbaut und solche Schreckensszenarien skizziert werden, alleine der Umstand, dass wir in diesem Zusammenhang auch für das Jahr beispielsweise weiterhin fast oder deutlich oberhalb von 20% Year-to-Date-Performance haben im S&P 500 und einfach unglaublich weit gelaufen sind. Wir schauen mal, von wo wir hier ab Mitte Oktober alleine durchgestartet sind. Das waren Niveaus um 4.400 Punkte, oberhalb derer wir trotz dieser jüngsten Abschläge noch deutlich notieren. Und wir sind von diesen Niveaus, sind wir hier auf der Oberseite nochmal 10% gelaufen, ohne Rücksetzer, mit ganz deutlich abnehmender Volatilität, die hier stattgefunden hat, auf neue Allzeithochs ausgebrochen, nach einer bereits schon sehr, sehr imposanten Performance über das gesamte Jahr, dass sich da früher oder später mal ein kleiner, schärfer Rücksetzer, besonders auch in solch ein jetzt aktuell so aufheizendes Umfeld aus inflationstechnischer Perspektive anziehender Zinsen, die ja noch nicht mal deutlich anziehen, also die Inflationserwartung zieht an, der Zins zeitgleich, sie zeigt sich eher weiter unter Druck, das werden wir gleich im Zusammenhang mit 10-jährigen Zinsen sehen. Das scheint einfach dann in dem Zusammenhang nachvollziehbar. So, und das Einzige, wo ich jetzt halt sage, was ein bisschen unangenehm ist, ist einfach der Umstand, dass wir die 650er Region hier nicht in einem Zug rausgenommen haben, sondern jetzt nochmal tiefere Tiefs markiert haben. Das Risiko besteht, dass da nochmal ein tieferer Flashout stattfindet. Aber sobald wir diesen Bereich hier anlaufen, die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung dann potenziell halten können, spricht weiterhin meiner Einschätzung nach nichts dagegen, es nochmal hier mit einer Long-Erwartung in Anführungsstrichen zu versuchen, beziehungsweise davon auszugehen, dass wir nochmal einen Start in Richtung vielleicht sogar der Allzeithochs dann ins Weihnachtsfest hinein zu sehen bekommen. Also der Bonus, der bleibt weiterhin ganz klar bullisch. Wir sehen einfach jetzt eine, man müsste sagen, folgerichtige, übergeordnet zu erwartende Korrektur. Aber alles in allem, wenn man das Bild mal drei Schritte zurück betrachtet, stellt man fest, hat sich noch nichts dramatisch eingetrübt. Das würde natürlich passieren, das sollte man nicht ausschließen komplett. Das könnte und würde passieren, just in dem Moment, wenn wir eben diesen Aufwärtstrendkanal nach unten brechen. Wenn wir dann in dem Zusammenhang hier die 200-Tage-Linie anlaufen, uns nicht deutlich von der abstoßen können, derzeit verlaufen ungefähr um 4.300 Punkte, und dann eben einen Bruch unter die 200-Tage-Linie zu sehen bekommen könnten. Also so etwas hier. Ja, das war dann der Beginn des, ich nenne ihn jetzt mal Corona, Crashs, den wir hier zu sehen bekommen haben, da im März 2020. Was wie gesagt, ehrlich gesagt, hier so ein bisschen, ja, was als Grund ins Feld geführt wird, noch ergänzend zu der Inflation, was vielleicht auch dann diese derzeitigen Sorgen vielleicht noch ein bisschen befeuert, der Gedanke wird jetzt gerade getriggert, wo ich hier Corona-Crash sage.
Es ist wohl so, dass jetzt erste offizielle Fälle bekannt geworden sind, dass diese Omikron-Variante in den USA aufgetreten sein sollte. Auch das wäre eventuell mit einer der Gründe, die ins Feld geführt werden könnten, dass man jetzt sagt, naja, das ist so eine Art Program Selling, was hier stattfindet. Also Programmverkäufe bzw. Algos, die auf diese Keywords oder in Folge eben ihrer aufgebauten Exposure, Long Exposure, dann eine Reduktion des Risikos eben auf diese getrimmt sind bzw. diese eben dann hier auf den Weg bringen. Einfach, weil dann das Risiko besteht, dass diese Omikron-Variante eben sich doch dramatischer schlimm darstellt, als eben ursprünglich erwartet. Das ist, wie gesagt, allerdings etwas, ich kann mit dem Gedanken immer noch nichts anfangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin kein Experte, ich bin kein Virologe, aber das, was passiert und die Widersprüche, die sich einfach hier auch in der Rhetorik diverser Offizieller zeigen, seien es Politiker, seien es Geldpolitiker, Zentralbanker, ich muss ganz ehrlich gestehen, also das passt vorne und hinten nicht zusammen. Ich glaube, dass das hier wesentlich heißer gekocht wird, als wir es schlussendlich essen werden. Und das bedeutet etwas anders formuliert, die Nachhaltigkeit dieser Bewegung hier. Wir fügen einfach, wir geben dem Ganzen jetzt irgendwie einen Grund, warum sich die Situation derart darstellt, woher der Abgabedruck kommt. Und wir haben Panik vor eben einer jetzt erneuten Corona-Mutante und dergleichen. Unterm Strich ist das allerdings einfach nur eine ganz gesunde, markttechnisch sich ergebende Korrekturbewegung, weil wir einfach unglaublich weit auf der Oberseite gelaufen sind und dann eben jetzt aus einer folgerichtigen Korrektur, weil einfach natürlich auf diesen Niveaus kontinuierlich dann auch das Chance-Risiko-Verhältnis potenziell immer unattraktiver wird, dass dann eben in dem Kontext einfach die Nachfrage sich rückläufig präsentiert, jetzt so ein Schockmoment eben sich, Schockmoment, ja, beziehungsweise sich beginnt Skepsis zu etablieren, die zeigt sich ja auch in anderen Bereichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Tech-Bereich nehmen und hier allen voran diesen ARK Innovation ETF zum Beispiel von Katie Wood. Man gucke mal, der ist jetzt gestern erneut unter 100 Punkte gerutscht oder 100 Dollar gerutscht. Katie Wood hat hier auf Year-to-Date-Basis, also seit Beginn des Jahres, es fing an und zwar hier so roundabout, ne? So ja, die Gefilde 127, die notiert aktuell fast mit ihrem Flagship hier. Flagship notiert die 20% im Minus, year to date. Und wir müssen uns an der Stelle natürlich auch mal vor Augen führen, dass die Hauptexposure, die sie hat und die diese bis dato negative Performance gerade noch so hält, tatsächlich größtenteils getragen wird durch Tesla. Wenn Tesla sich hier nicht als größte Position innerhalb dieses Portfolios zeigen würde mit 10% der Asset Under Management, dann würde wahrscheinlich dieser ARK Innovation ETF tiefrot für das Jahr stehen. 50% Abschläge wären da, glaube ich, dann nicht unwahrscheinlich vor dem Hintergrund dessen, dass die nächsten Positionen, ich weiß gar nicht, Roku an der Stelle, beziehungsweise Coinbase, was haben wir noch? Coinbase, Roku. Ich glaube, Peloton, da bin ich mir gar nicht sicher. Palantir, glaube ich, aber hat sie auf jeden Fall eine relativ große Position. Also auf jeden Fall deutlich unterhalb ihrer Allzeithochs von 50% und mehr eben notieren. Und dieser Flushout, ich meine, das ist viel heißes Geld, was in den Markt geflossen ist. Das sind eben vor allem Kleinanleger an der Stelle, Privatanleger, die eben hier von dem Boom im Tech-Sektor haben profitieren wollen, wo viele, viele Milliarden an US-Dollar eben entsprechend in diesen ETF geflossen sind. Und diese werden jetzt im Grunde genommen so ein bisschen durch diese jüngste Volatilität und auch die Panikmache, die sie natürlich an allen Ecken und Enden eben präsentiert bekommen in den Medien, werden natürlich jetzt so ein bisschen abgeschüttelt, ja, rausgeschüttelt aus dem Markt einfach. Aber wie gesagt, wenn man das Ganze mal ein bisschen übergeordnet und an der Stelle sind wir wieder aus dem Tech-Bereich, Growth-Bereich hauptsächlich hier im S&P 500, im breiten Markt. Wenn man das, wie gesagt, mal ein bisschen differenzierter betrachtet, da stellst du einfach fest, es ist bis dahin nichts passiert. Also wenn wir den verlassen, den Aufwärtstrendkanal, dann wird es für mich unangenehm, beziehungsweise dann würde ich anfangen, langsam ein bärisches Bild zu skizzieren. Aber desto weiter wir uns hier auf der Unterseite performt präsentieren, es muss noch nicht sein, dass wir fertig sind, und desto aufgeheizter die Stimmung wird, desto emotionaler, desto mehr Crash-Szenarien skizziert werden, desto eher bin ich bereit, dann hier gegen diesen Bereich mich eher long zu positionieren, in Erwartung, dass es einen sehr, sehr scharfen Bounce gibt, der sich dann auch über die kommenden Wochen, vielleicht sogar in den Jahresbeginn 2022 eben darstellt. Ganz kurzen Blick auf den Tech-Bereich. Auch hier, ja, also wir müssen es immer mal einordnen. Die sind jetzt im Nasdaq 100 von diesen Hochs markiert um 16.700 Punkte ungefähr, sind wir jetzt 600, 700 Punkte korrigiert. Das ist eine Korrektur in einer Größenordnung von, was haben wir da?
sind 800 Punkte. Naja, das sind etwa 5%. Ja, 5%. Alle Welt spricht über den Kollaps im Growth-Bereich. Ich meine, das sieht natürlich dramatisch aus. Wir hatten ein recht unspektakuläres, obwohl das ist, ja, sieht man gar nicht so richtig. Das ist natürlich ein Umfeld, welches in jüngerer Zeit sehr, sehr evolatil gelaufen ist. Und deswegen ist jede Bewegung, die in der Größenordnung 1% plus sich darstellt, natürlich dann erwähnenswert, beziehungsweise ragt heraus. Aber wie gesagt, man sollte das nicht nur betrachten auf eben das Zeitfenster von gestern und diesem Push dann von 16.400 im Tief bis 15.600 Punkte und den 600 Punkten Abschlägen in absoluten Beträgen, die wir zu sehen bekommen haben, sondern man sollte das Ganze mal übergeordnet betrachten, wo wir stehen. Also das heißt, was für einen aberwitzigen Lauf wir hier gesehen haben. Auch hier besteht weiterhin das Risiko, dass wir noch nicht fertig sind. Rücksetzer auf die Hochs hier aus dem September, Bereich um 15.650, 15.700 Punkten, ist absolut im Bereich des Möglichen. Aber wir handeln halt immer noch übergeordnet in einem ganz sauberen Aufwärtstrendkanal. Ganz solide oberhalb der 200-Tage-Linie hier in Blau, das ist diese gleitende Durchschnittslinie. Es gibt keinen Grund, hier in irgendeiner Form das große Crash-Szenario an die Wand zu malen, beziehungsweise dafür muss einfach noch mehr passieren aktuell, und das reicht derzeit, meiner persönlichen Einschätzung, reicht das eben tatsächlich noch nicht aus. Ja, es sieht dramatisch aus, und ja, im Long-Only-Portfolios werden einiges an Schlagseite im Laufe jetzt der letzten alleine 4 Wochen zu sehen bekommen haben, seit Anfang November, wenn wir uns dann gleich mal die Performance anschauen, zum Beispiel in CrowdStrike oder in Snowflake, das sind jetzt nicht Big Player im Markt, aber nichtsdestotrotz natürlich Tech-Titel, die eine ähnliche Performance dann ausweisen wie viele andere Konkurrenten, sei es Peloton, sei es Zoom, sei es Coinbase, sei es Roku an der Stelle und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das eben anschaut, das ist immer noch eine grundsolide Performance, die wir hier zu sehen bekommen. Das heißt also, bevor man jetzt hier panisch wird, ein gesunder Schritt zurück bietet sich an der Stelle auf jeden Fall an. Das einfach mal zur übergeordneten Einschätzung, wo wir gerade stehen. Bezogen nochmal kurz zurückkommt auf den DAX, was wir tradingtechnisch draus machen können. Sieht derzeit nicht so attraktiv aus. Ich möchte hier, damit ich eine Position willens bin, heute aufzubauen, favorisiert auf der Long-Seite, wie man aus meinen Ausführungen entnehmen kann, möchte ich eine Rückeroberung hier der 15.4 sehen. Also ein Bruch darüber und halten, das wäre für mich dann ein Signal von der Long-Seite. Mal gucken, wie sich die Konstellation dann darstellen würde. Aktuell ist der Modus neutral seitwärts, aber immer noch, wie gesagt, widerstandsfähig, so könnte man es bezeichnen. Ausgehend von der jüngsten Korrektur im US-Bereich, bei dem man eigentlich besonders vor dem Hintergrund der jüngsten relativen Schwäche im DAX eigentlich erwarten würde, dass der deutlich tiefer notiert und eine ernsthaftere Attacke auf die 15.000er-Region ansetzt. Das kann zwar noch kommen, aber aktuell sieht es eher danach aus, als wenn wir einen Versuch starten, eben diese Abwärtstrendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat im Laufe der letzten 2 Wochen, zu attackieren mindestens, vielleicht sogar zurückzuerobern und dann entsprechend eben diese Jahresendrallye einzuleiten. So, das also zu den übergeordneten Bildern. Jetzt gucken wir mal auf die Einzeltitel. Square können wir auch einen Blick drauf werfen. Gestern sehr heiß gelaufen. Square soll nämlich umfirmiert werden. Sehr interessant. Umfirmiert werden zu Block. Square, man erinnert sich dran, das ist ein Fintech-Unternehmen, welches übrigens auch im ARK Innovation ETF von Katie Wood eine Rolle spielt und dessen CEO ein gewisser Jack Dorsey ist. Jack Dorsey ist auch der CEO von Twitter, ist jetzt zurückgetreten und kurz nach seinem Rücktritt firmiert eben Square in Richtung Block um, in Anlehnung an die Blockchain und dem Zugang, der hier einer breiteren Menge an Interessenten im Blockchain-Bereich eben Zugang zu dieser Blockchain-Technologie, querstrich auch dem Mining zum Beispiel in dem Bereich geben zu wollen. Also das heißt, sehr visionäres Produkt, was da potenziell beginnt, Form anzunehmen, was sich jetzt auch im Namen widerspiegelt und erklärt dann vielleicht auch, warum Jack Dorsey dort sagt, darauf fokussiere ich mich hauptsächlich, vielleicht auch ausgehend von seiner Skepsis übergeordnet in Bezug auf die Entwicklungen, die im Social-Media-Bereich aktuell eben stattfinden. Und auch der Frage, ist das überhaupt nachhaltig? Ist das überhaupt von Wert? Sind die Bewertungsniveaus für Social-Media-Companies allen voran Twitter beispielsweise vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, entsprechend dieses Produkt zu kapitalisieren und dergleichen. Ist das überhaupt vielversprechend? Ich glaube, da ist er mit Square um ein Vielfaches, ist er wahrscheinlich um ein Vielfaches besser aufgestellt. Jetzt habe ich gerade Mist gebaut. Einen Moment. Habe ich jetzt gerade drauf gedrückt? Hier, so, Verzeihung. Ja, da können wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, ich würde
Aber zunächst einmal lieber auf Snowflake eingehen. JPM stuft Omikron als Grippe ein. Ja, JP Morgan ist allerdings auch so eine Sache, ne? Das sind größtenteils Banker. Wir haben ja Erfahrung gemacht mit Bankern, mit ihrer Einschätzung von irgendwelchen Viren oder ihrem Krisenmanagement. Ja, hier in Deutschland ganz besonders. Ja? Der ein oder andere weiß es. Herr Spahn ist ja Bankkaufmann. Ja, ist übrigens die gleiche Generation wie ich auch. Also er ist ja nur ein paar Jahre älter als ich und demnach habe ich eine gute Einschätzung davon, wie sich dort ich nenne sie mal intellektuelle Weitsicht, sich so darstellt. Also man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was im Bankensektor rumläuft. Also und was dort ja, wie soll ich das jetzt nennen? Ich sage es einfach gar nicht. Aber es ist nicht besonders, also es ist keine Freude. Also tiefgehende Gespräche führst du mit solchen Menschen nicht unbedingt. Und das ist halt meine persönliche Erfahrung, ausgehend von dieser ich dann auch entsprechend geprägt bin, weswegen ich im Hinblick eben auf Banker und deren Einschätzung immer so ein bisschen reserviert bin. Wenn jetzt JP Morgan auf die Idee kommt, Omikron als Grippe einzustufen, dann ist das natürlich einerseits, das bestätigt meine persönliche Einschätzung, die ich habe, ohne aber wirklich kompetent in diesem Bereich zu sein. Nichtsdestotrotz, ob das jetzt JP Morgan sagt oder nicht, könnten sich das wahrscheinlich auch sparen, weil ich nicht davon ausgehe, dass die da wirklich, wirklich in der Lage sind, Einschätzungen zu treffen. Kommen wir zu Snowflake. Also, Snowflake, man kann es hier erkennen. IPO, das war im September, wie gerade initial gesagt, im September 2020. Wir haben nach einem initial sehr, sehr starken Drive in den Jahresschluss hinein, damals mit Notierungen von über $400, die übrigens dazu geführt haben, wenn wir uns das jetzt mal derzeit hier angucken, dass die Marktkapitalisierung bei über 100 Milliarden eben tatsächlich lag, dass diese Aktie dann recht stark zurückgesetzt ist, Boden gefunden hat im Mai. Also das hatte schon so ein bisschen so einen Anflug, wo man sich dachte, oh, jetzt bewegen wir uns auf Bewertungsniveaus, die um ein Vielfaches angemessener sind, ausgehend von der Konkurrenz in diesem Cloud Computing Bereich und dergleichen. Und so, dann ist es so gewesen, dass wir allerdings einen deutlichen Boden gefunden haben und einen unglaublich starken Aufwärtstrend begonnen haben zu etablieren. Und der ist deswegen erwähnenswert, weil wir in diesem Zusammenhang hier einen Test dieser sich herauskristallisierten Aufwärtsstruktur jetzt zu sehen bekommen haben im Zusammenhang mit dem jüngsten Drop von rund $400, also Bereich Allzeithochs, in die wir vorgestoßen sind, keine neuen Allzeithochs markiert, aber dann eben hier einen Rücksetzer zu sehen bekommen haben, Größenordnung von ungefähr $400 die Aktie auf rund gesprochen über den Daumen gepeilt, $300 die Aktie, das ist ungefähr eine Korrektur um 25%, 25% eben. Und also aus rein technischer Perspektive schon mal sehr, sehr interessant. Korrespondiert auch ungefähr hier mit den ehemaligen Hochs, die sich dort herauskristallisiert haben. Das ist so die Region 320, 330 ungefähr. Also rein technisch ein sehr interessantes Spiel, was sich dort abzeichnen könnte. Und dann kam gestern eben hier, so, da kam gestern eben diese Strong Revenue and Q4 Guidance Zahlen, die da veröffentlicht worden sind, die hier einen unglaublich scharfen Push auf der Oberseite nach sich gezogen haben. Ich zeige das mal ganz kurz. Snow. Also nachbörslich dort mit massiven Aufschlägen. Gestern kontinuierlich Abgabedruck gesehen, also geschuldet dem übergeordneten Umfeld. Und dann eben, man kann es hier auch bei mir im Chart sehen, das sind die Trendlinien, von denen ich dann nämlich spreche in der Discord-Community, also die entsprechend miteinander verbunden und dann eben hier gegen diesen Bereich jetzt ein sehr, sehr starkes Gap-Up, was sich abzeichnet. Und also, wie gesagt, was mich in dem Zusammenhang ganz wesentlich interessiert, ist ehrlich gesagt, dass Snow im Gesamtkontext in den letzten 4 Wochen zwar eine Korrektur gesehen hat, die aber nicht so stark ausgefallen ist wie im breiten Markt. Also viele Tech-Titel, die haben hier um ein Vielfaches stärkere Abschläge gesehen, also Vielfaches, beziehungsweise substanziell höher korrigiert eben. Das war also eine relativ starke Performance immer noch in Relation zum breiten Markt. Und dann kommen jetzt eben diese starken Zahlen, die hier veröffentlicht werden. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Also Revenue 300, Moment, doch 334,4 Millionen gegen 305,6 Millionen erwartet. According to Renfin, genau, Snowflake provided fourth quarter product revenue guidance. Also für das vierte Quartal 345 Millionen bis 350 Millionen gegen 315,9 Millionen erwartet. Also auch deutlich oberhalb, 10% oberhalb. Und dann hier die FY, das steht für Full Year 22 Guidance. 1,126 Milliarden bis
1,3 Milliarden US-Dollar Product Revenue. Erwartet wurden hier 1,06, also auch deutlich oberhalb eben dessen, was seitens der Street erwartet worden ist. Also sehr, sehr starker Wachstumsausblick, den Snowflake hier eben entsprechend gibt. Im Gesamtkontext natürlich deswegen brisant, weil scharfe Korrektur schon gesehen. Also das heißt auch jetzt für einen Bounce-Play potenziell geeignet. Und wie gesagt, wenn der übergeordnete Markt, also das, was ich gerade für den Tech-Bereich oder auch für den Equity-Bereich generell skizziert habe, also man hat hoffentlich aus meinen Zeilen, zwischen den Zeilen ablesen können, ich bin nicht wirklich bearish. Also ich bin ehrlich gesagt, ich sehe das immer noch im gesunden Umfang, was wir in Korrektur hier sehen. Und sollte der Tech-Bereich jetzt anfangen, eben Fuß zu fassen, und eine Korrektur zu sehen, dann wäre in diesem Zusammenhang eben Snowflake ein potenzieller Outperformer, den ich mir vorstellen könnte. Gegen diese Region sowieso. Wie gesagt, wir gappen jetzt in dem Bereich um 360. Da können wir auch schon erkennen. Also das ist ungefähr so die Region hier. Das ist das Hoch aus den Gefilden von vor den Earnings, noch von vorgestern oder vorvorgestern, am 29. war es. An der Stelle 370 ungefähr, so ein Schlüsselniveau. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es jetzt gelingt, da gehen wir jetzt mal in den vorbörslichen Handel. Wenn es gelingt, diese übergeordnete Abwärtstrendlinie hier, das sieht man auf der 30 Minuten eben noch ein bisschen besser, wo die herkommt. Da kann man das sehen. Das verbindet hier diverse fallende Hochs miteinander. Und wir sehen jetzt, dass wir potenziell über diese brechen, oder einen Versuch anstellen, über dieses Niveau zu brechen. Dann spricht relativ wenig dafür, dass wir nicht mindestens den Bereich um 3,70 anlaufen, eventuell sogar in Gefilde bis 3,80 eben vorstoßen. Und da scheint mir dann durchaus interessant, zur Eröffnung eventuell einen kurzen Flush zu sehen zu bekommen, wo wir aber gegen 3,50, eventuell ein Stück weit tiefer gegen 3,45, also hier so in diesen Gefilden, allerdings dann ein Käufer in den Markt oder Käufer in den Markt kommen sehen, die gegen diese Niveaus eben hier im Snowflake beginnen zu stabilisieren und dann eben für einen Bounce sorgen, der uns in Richtung eben der 3,70 in den Wochenschluss entsprechend befördert. Und das ist das Play, was ich mir für heute ausgehend von den Earnings vorstellen könnte, was ich auch hier entsprechend skizziert habe. Alternativszenario wäre, dass wir hier einen sogenannten starken Opening Drive über die 360 schon zu sehen bekommen. Also das heißt hier diese nachbörslichen bzw. jetzt vorbörslichen Hochs, sogar 365 zu sehen bekommen, uns oberhalb dieser halten können, knapp vielleicht unterhalb der 370 konsolidieren und dann versuchen, ein Play in Richtung 380 zu fahren, beziehungsweise auch höher. Das, was mir dabei nicht gefallen würde, ist, dass das Chance-Risiko-Verhältnis, glaube ich, nicht so attraktiv wäre für solch einen Trade. Weil nämlich die ATR verhältnismäßig breit ist, in Anführungsstrichen. Und ich habe mal hier, können wir mal auf Finwiz tatsächlich gucken, da sehen wir eine ATR aktuell von etwa 17 Dollar. Das heißt, wenn ich mit 20 Prozent der ATR eben hier entsprechend arbeite, dann habe ich eben an dieser Stelle ein Risiko zwischen 3 bis 3,50 Dollar. Also ATR-basiert. Natürlich könnte das sein, dass ich hier eben aus charttechnischer Konstellation ein kleines Risiko sehe. Aber ich denke mal, 2 Dollar Risk wirst du schon auf so einen Trade haben, wenn du nur auf der Oberseite Seite eben auf, da musst du mindestens auf eine Chance von 10 Dollar gehen, damit du überhaupt hier ein CRV hast, welches attraktiv anmutet, finde ich, für solch ein Play. Und das ist eben dann genau der Punkt, wo ich lieber den Flush sehen wollen würde, in diese Gefilde unten halten, weil ich da mit kleinem Risiko reinkomme, aber ein entsprechend scharfes Bounce-Potenzial habe, was wir vielleicht sogar ein CRV von 10 zu 1 sogar nach sich ziehen könnte, sollten wir in Richtung 3,70 eben laufen. Auch eine Überlegung ist in dem Zusammenhang, das gar nicht nur auf Intraday-Basis zu handeln, sondern eventuell als Swing aufzusetzen. Also das heißt, eine Position aufzubauen, um den Kern herum ich dann handle, teilweise Gewinnmitnahmen auf Intraday-Basis mitnehme, aber darüber hinausgehend eben die Position für die nächsten Tage, also nächsten Tage bzw. ins Wochenende hinein, mit Spekulation auf ein übergeordnetes Bounce-Play im Tech-Bereich eben tatsächlich zu halten. Ja, das also zu Snowflake. Dass die Aktie jetzt schon bereits beginnt, etwas heißer zu werden, das lässt sich hieran ablesen. Wir haben da schon den Top-Titel in Anführungsstrichen. Bei den Leaders, das ist das Pre-Market-Screener hier von MarketWatch, kriegt man einen ersten guten Überblick. Sehen wir, Snowflake steht an Position 1, Gap von 15,5 Prozent, die sich abzeichnen. 22.400 Aktien aktuell gehandelt. Jetzt würde man sagen, das ist aber nicht so viel. Ja, das ist richtig, aber man muss das in Relation zu dem sehen, was durchschnittlich gehandelt wird. Das sind 3,3 Millionen Stücke. Also das bedeutet etwas anders. Wir brauchen noch ein bisschen was an Volumen, was da gedreht wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier mehr als 300.000, 400.000 Stücke alleine in der Vorbörse gehandelt sehen, ist verhältnismäßig hoch. Also dass wir da allein aus dieser Perspektive eben die Aktie auch als heiß definieren können, aus rein technischen Gesichtspunkten. Bei CrowdStrike müssen wir mal ein bisschen abwarten. Also CrowdStrike sieht man hier,
Gap auch nach oben, 4,47%, allerdings erst mit 6.000 Stück in der Vorbörse gehandelt bis jetzt. Ich meine, es ist 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit, da passiert auch nichts. Das Hauptvolumen hier in der Vorbörse, welches dann aussagekräftig ist, ab 14 Uhr. Aber nichtsdestotrotz zeigt das hier bis hier jedenfalls, also so wirklich Interesse ist da noch nicht. CrowdStrike hat, das kann man hier auch sehen, das hatte ich auch mal hier kurz zum Thema gemacht in der Discord-Community, Earnings Revenue besser als erwartet. Wir haben einen Gewinn pro Aktie, der über der Erwartung lag. Wir haben auch eine nach oben angepasste Revenue Guidance. CrowdStrike allerdings mit einer verhaltenen Reaktion in der Nachbörse, beziehungsweise auch in der Vorbörse, auch relativ solide Earnings. Und da wäre ich halt so ein bisschen vorsichtig gerade, ob ich das jetzt wirklich als so attraktiv erachte. In der Gesamtkonstellation scheint mir Snowflake da einfach einladender zu sein. Da könnte sein, dass wir eine jüngst herauskristallisierte Abwärtsstruktur hier eventuell testen, also über die 2,10, oberhalb derer wir uns halten, dann vielleicht in Richtung der 2,17, vielleicht der 2,20 laufen. Vielleicht dann allerdings gegen den Bereich nochmal überrollen und dann erstmal abgewartet werden müsste, ob wir ein höheres Tief ausbilden, welches wir dann für einen Long vielleicht in der kommenden Woche in Betracht ziehen, mit einem Play zurück in Richtung der übergeordneteren Trendlinie hier. Das ist diese obere orangefarbene Linie, dass wir ein Play in Richtung 2,30 eben tatsächlich spielen. Wie gesagt, mir gefällt Snowflake einfach besser im Gesamtkontext. Deswegen liegt da mein Fokus heute auf jeden Fall drauf. So, ja, also das zu den Einzeltiteln. Schauen wir auf Gold. Einmal hier. So, jetzt gab es einen kurzen Flashout-Moment auf der Unterseite unter die 77. Ziehen wieder an, aber insgesamt bleibt der Modus eher bärisch. Also auch die Minentitel zum Beispiel, ganz schlecht, wirklich ganz schlecht. Sieht überhaupt nicht gut aus, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie lange dieser bärische Modus noch anhält und hier tatsächlich sich dann Gold diesem eher herauskristallisierenden Abwärtsdruck entgegenstellen kann. Ich könnte mir vorstellen, sobald sich die Einschätzung mal seitens des Marktes deutlich eintrübt und dann schärferer Abgabedruck dann auch in Gold sich widerspiegelt, dann könnte die relative Schwäche, die wir jetzt jüngst hier zu sehen bekommen haben, zu einem vielleicht sogar richtigen kleinen Ausverkauf eben tatsächlich führen. Gold will ich nicht missen, so will ich sagen. Also jemand, der sich jetzt für potenziell ein turbulenteres Umfeld eben positioniert oder dergleichen, der ist in Gold immer noch sehr gut aufgehoben. Und ich denke auch, dass man Minenbetreiber als potenzielle Beimischung zum Beispiel auch dann vor dem Hintergrund, dass diese Dividenden auskehren, als Beimischung in einem ich nenne es mal Stressportfolio, ja, so können wir es vielleicht mal bezeichnen, dass das dazugehört, aber nichtsdestotrotz, also performancetechnisch hat man da nicht besonders viel Freude. Der jüngste Ausbruch jetzt hier in Gold in dem Fall, über die 1835, sah vielversprechend aus, getriggert durch ein fundamentales Event, nämlich hier die Inflationszahlen. 3 Wochen später handeln wir deutlich unterhalb, sind nicht wirklich in der Lage, die 1800 zurückzuerobern, was auch nicht wirklich positiv ist. Längerfristig natürlich stagflationäre Tendenz vielleicht, die sich herauskristallisiert also stagnierendes Wirtschaftswachstum in Verbindung mit anziehender Inflation, also ein stagflationäres Umfeld. Das, was jetzt allerdings dem entgegensteht, sind die jüngsten Zahlen, die wir zum ISM gesehen haben gestern. Mir gesehen leicht oberhalb der Erwartung reingekommen, 61,1 Punkt, das ist der ISM Manufacturing PMI. Der ist ergänzt worden an dieser Stelle von verhältnismäßig soliden Zahlen hier vom am Arbeitsmarkt. Wir haben einen Print gesehen, 534.000 gegen, ich muss mal kurz gucken, 525, genau, das ist schon die für nächsten Monat. 525, also auch leicht oberhalb der Erwartung. Solide Wirtschaftsindikationen, immer so ein bisschen natürlich mit einer Grain of Salt zu sehen, also ein bisschen mit Skepsis zu beäugen, inwiefern die nicht eventuell ein bisschen großzügiger ausgegeben werden, die Zahlen, oder günstiger einen günstigeren Drive zu sehen bekommen, als sich die Situation dann wirklich darstellt. Aber nichtsdestotrotz ist das erstmal etwas, das steht dieser aktuellen stagnierenden Wirtschaftsleistung in den USA so ein wenig entgegen. Und also Fakt ist auf jeden Fall, wir haben in dieser Konstellation einfach aktuell nicht wirklich viele Gründe davon auszugehen, dass es zeitnah zu einer scharfen Rückkehrung unter 1800 kommt. Also meine Einschätzung für Gold hat sich jetzt im Laufe der letzten Tage deutlich eingetrübt, weil einfach hier diverse Versuche, auch im Risk-Off-Umfeld, auch im Zusammenhang mit, das muss man ganz klar sagen, im Zusammenhang mit fallenden Zinsen hier, wir sind im Bereich der Wochentiefs, also das ist ein 5-Minuten-Chart, wir können mal auf die Stunde gehen, da sieht man es aber.
Also wir haben einiges an Turbulenzen zu sehen bekommen. Omikron, die aufsteht, das ist jetzt eine Woche her, roundabout, also morgen vor einer Woche tritt Omikron auf. Wir haben Sorgen, die geschürt werden und so weiter. Wir haben ein Risk-off-Marktumfeldpotenzial, was nämlich im Tech-Bereich herauskristallisiert, was erstmal nur eine reine Korrektur übergeordnet ist, aber nichtsdestotrotz Abgabedruck nach sich zieht. Wir konsolidieren in dem Zusammenhang hier im Bereich der vielen Monats sind es nicht, aber das sind zumindest die niedrigsten Niveaus hier im 10-jährigen Zins seit September, Ende September. Und ja, Inflationserwartung ist weiterhin relativ hoch, alleine begünstigt durch die jüngsten Zahlen bzw. Kommentare diverser Notenbanker, ist eine negative Realverzinsung, die ist bullisch für Gold. Und wenn Gold darauf nicht bullisch reagiert, ja, dann sollte man vielleicht den Vorteil nicht unbedingt auf der Long-Seite sehen. Also zumindest gilt das für mich jetzt so lange, rein technisch, solange wir unterhalb von 8.810 US-Dollar pro Feinunze eben liegen. Das könnte dann, also wenn es gelingen sollte, diesen Bereich rauszunehmen, nochmal bullisches Momentum auf den Weg bringen, aber aktuell sieht es einfach nicht wirklich prosperierend, nicht vielversprechend aus. Das gleiche gilt, wie gesagt, auch für Minenbetreiber. Barrick Gold beispielsweise, Newmont, das sind aktuell keine wirklich attraktiven Aktien eben tatsächlich. Ähnlich schwach performend, aber allerdings mit deutlich mehr Abschlägen, ausgehend von eben sowieso schon einer durchwachsenen Performance auch im letzten Jahr. Wir haben zwar eine sehr starke Performance gesehen in Barrick Gold beispielsweise, aber sind dann relativ zügig ja in Richtung und unter auch die 20-Dollar-Marke dann in den Folgemonaten gerutscht, jetzt im Laufe auch der letzten, besonders in den letzten Monaten, während die Beschleunigung im Tech-Sektor ja sich erst im Laufe des letzten Monats eigentlich beschleunigt hat. Also das heißt, Tech-Aktien sind im Laufe des Jahres, haben einen Großteil ihrer Aufschläge schon fast, möchte man sagen, auf Großteil, naja, übertrieben, aber zumindest mal mindestens teilweise verteidigen können, infolge eben des Runs höher, den wir dort im Tech-Bereich gesehen haben. Also wie gesagt, Minenbetreiber sind da nicht unbedingt der attraktivste Kandidat. Hier ein Blick kurz auf Bitcoin. Bitcoin deswegen interessant, weil sich hier eine sehr schöne Widerstandsregion heraus kristallisiert, die einen Breakout recht dynamisch erfolgen lassen dürfte, sofern die 59.000 rausgenommen werden kann. Also Bitcoin hat gestern natürlich in diesem wieder übergeordneten kurzfristig Anflug von Risikoaversion ebenfalls Abschläge gesehen und ist recht heftig von der 59 abgeprallt, wurde dann im Tief gehandelt, im späten Abend im Bereich so um 56.500 ungefähr. Kurzer Flashout, den wir gesehen haben, dann hier im Nachthandel. Ich möchte jetzt derzeit ungerne mich positionieren, weil man kann es hier oben rechts sehen. Das ist auf Stundenbasis ein neutrales Bild, in dem wir uns wiederfinden. Aber es gibt relativ klare Level, die dann ein Trading-Setup formulieren ließen. Besonders auch für die Long-Seite meiner Einschätzung nach. Nämlich, ich würde bevorzugen, hier mit einem Buy-Stop oberhalb dieser Hochs zu arbeiten. Bereich 59.000 rund ungefähr, Stop unterhalb dieser Tiefs, sofern wir uns von diesem Bereich abstoßen, sofern wir natürlich diese Range hier nach unten brechen würden, wäre dieses Setup hinfällig, aber würden wir uns auf der 59 Long positionieren, ich zeichne das mal kurz ein. Also würden wir diesen Bereich hier bei Stop 59 also für 59.000 und wir würden dann hier mit einem Stop arbeiten auf diesem Level bei in dem Fall 55.8, dann haben wir ein Risiko an der Stelle von 3.200, also Risk von 3.200 Dollar. Und würden auf der Oberseite Chance gehen auf, ich würde vielleicht sogar auf die Allzeithochs gehen, tatsächlich. Also das wird sicherlich nicht in einem Zug passieren, aber nichtsdestotrotz ein Lauf mindestens in Richtung 65.000, vielleicht sogar 69.000 scheint mir durchaus realistisch. Also konservatives Kursziel, wenn ich jetzt die 65 nehme, liefert uns ja schon CRV von 6.000 Dollar an der Stelle, also das ist das CRV von 2:1. Ich würde vielleicht sogar optimistischer gehen auf die 69, dann sind wir bei 10.000 Dollar Chance, was ein CRV von 3:1 nach sich zieht.
Also, das wäre aktuell ein Setup, was ich hier für Bitcoin ganz interessant erachte. Und wo wir auch relativ zügig wüssten, ob das jetzt überhaupt noch eine Rolle spielt, sollten wir nämlich hier unter die 55,8 droppen, wäre denkbar, dass wir nochmal in Richtung hier dieser rotfarbenen Ellipse, die ich rausgezeichnet habe, droppen würden, 52 anlaufen, ja, vielleicht ein Stück weit tiefer, vielleicht die 51,500er Region. Technisch ein sehr interessanter Bereich dann für längerfristige Engagements auch, um in so eine Korrektur reinzuhandeln. Sollten wir den Boden schon bereits gefunden haben? Wie gesagt, bin ich mit Break über die 59.000 hier long mit deutlichem Ziel tief in die Higher 60s. Also das heißt sogar Bereich Allzeithoch, den wir dort dann auf der Oberseite erwarten können. Ja, okay. Es gibt ja einige Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Pandemie nicht wirklich Berücksichtigung gefunden haben. Impfstoffe beispielsweise oder auch sonstige medizinische Mittel, die da eben Abhilfe versprochen haben. Also für jemanden, der immer dachte jedenfalls, dass Wissenschaft, wie soll ich sagen, die Basis unserer Entscheidung auch der seitens der Politik ist, sind die aktuellen Entwicklungen ziemlich irritierend, ehrlich gesagt. Aber das ist nicht Thema des Morning Meetings. Wie gesagt, dafür bin ich auch zu weit von dieser Materie weg. Ich mache aktuell das Beste dahingehend daraus, dass ich versuche, mein Portfolio krisenfest zu machen, weil ich glaube, wir haben durchaus noch das Potenzial für etwas mehr Volatilität, auch wenn ich kurzfristig, nochmal, nicht, dass es das zu Missverständnis kommt, kurzfristig bullish bleibe für Equities. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass da sich eine Spannung, auch ein Druck aufbaut, der früher oder später einfach wie ein Korken aus der Flasche platzen wird. Das wird nicht zwangsläufig jetzt in den Jahresschluss hinein passieren, aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass das Jahr 2022 ein bisschen turbulenter eben tatsächlich wird und sich dann doch auch an der einen oder anderen Stelle gesellschaftliche Spannungen dann beginnen zu entladen. Also gefühlt, wie gesagt, ist das so, dass man das schon ausmachen kann, wobei man natürlich vorsichtig sein sollte. Stichwort Verfügbarkeitsheuristik, du triffst deine Entscheidung an der Stelle oder du ziehst diesen Rückschluss aus Erfahrungen, die du im täglichen Leben machst, die sich dann eben auf eine kleine Menge an Beobachtungen eben auf diese fußt und das unterliegt natürlich im sowieso aufgeheizten emotionalen Umfeld, in dem wir uns alle befinden, aktuell dem Risiko eben kognitiv zu verzerren. Deswegen gilt es da so ein bisschen vorsichtig zu sein, aber Bauchgefühl sagt mir, da kommt noch ein bisschen was. Ich habe hier nochmal ganz kurz Ethereum aufgemacht. Ethereum deswegen, weil es relativ stark ist im Kryptobereich in Relation zu Bitcoin. Also Bitcoin verhältnismäßig deutlich unterhalb der Allzeithochs. Könnt ihr mir vorstellen, hier in Ethereum steht zeitnah ein Break auf der Oberseite in Richtung oder auf neue Allzeithochs an und dass wir über vielleicht dann auch die 5000er-Marke anziehen. Ganz interessant ist, wir haben hier eine potenzielle kurzfristige Bodenbildung in die 4000er-Region zu sehen bekommen. Starker Anstieg und toppen jetzt leicht gegen diese Allzeithochs, die früh ausgebildeten, also hier aus Anfang November, eben aus. Sollten wir uns jetzt hier gegen diesen Bereich um 4500 Punkte stabilisieren, ist das vielleicht auch CRV-technisch ganz interessant, sich gegen diesen Bereich long zu positionieren, in Antizipation eines Breaks höher. Also das heißt, mit dem Risiko allerspätestens 4,450 vielleicht sogar, könnte man sich gegen den aktuellen Bereich Long positionieren in Erwartung, dass es da zu einem Break höher kommt. Setzt allerdings voraus, dass auch übergeordnet so ein bisschen dieser Abgabedruck, der sich im Tech-Bereich eben zeigt, dass dieser zum Erliegen kommt, eben weil das ein klassisches sogenanntes Risk-Off-Vehikel ist an der Stelle, beziehungsweise dann würde man allerdings wiederum argumentieren, Risk-Off hin oder her, also wenn wir das sehen, dann ist das schon eine relativ starke Performance. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Ethereum ist hier durchaus ein interessanter Kandidat für einen Breakout höher auf neue Allzeithochs in Richtung der 5000er-Region. Risiko gegen 4,4, 4,4,50 auf der Unterseite, kleines Risiko, mit dem ich mich hier vorstellen könnte, long zu positionieren. So, ja, das wäre es soweit dann erst einmal gewesen. Also DAX, jetzt kippen wir nochmal ein bisschen deutlicher ein. Testen wir nochmal die Tagestiefs. Wie gesagt, Long oberhalb von 15.400. Ich finde die Performance alles in allem solide. Ich glaube, dass wir ein bisschen übertrieben haben mittlerweile auf der Unterseite.
Eben auch, weil das so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wenn jetzt Sorge hinsichtlich dieser Omikron-Variante sich in den USA breit macht, die dann vielleicht auch diese Programmverkäufe in Anführungsstrichen nach sich gezogen haben. Ich will nicht ausschließen, dass es nochmal einen kurzen Flushout auf der Unterseite gibt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, zumindest solange wir innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals handeln, wir handeln im Bereich der Tiefs. Also wenn es hier nicht deutlich einen signifikanten Flush unter die 4.500er Marke, beziehungsweise vielleicht 4.470 gibt und einen Bruch aus dem Aufwärtstrendkanal hier auf der Unterseite, könnte ich mir vorstellen, dass wir gegen diesen Bereich eher wieder Käufe reinkommen sehen und dass dann eben aus diesen Gefilden jetzt hier sicherlich dann aber CRV-technisch attraktiver so eine Jahresendrallye in kleine gestartet wird. Ja, wir werden auf jeden Fall weiter einen Blick drauf werfen in folgenden Tagen. So viel steht fest. Wir werden morgen nochmal einen finalen Blick am Ende der Handelswoche eben auf den DAX werfen, gemeinsam hier mit Markets. Und ja, Einzeltitel, wie gesagt, hab Snowflake auf dem Schirm, scheint mir durchaus vielversprechend interessant zu sein. 3,45, 3,50, wenn wir die halten können, diesen Bereich, sollte der überhaupt nochmal angelaufen werden, ist das vielleicht ein Kandidat, der bullisch etwas outperformen könnte. Und soweit meinerseits. Also, happy trading, pass auf eure Stops auf und abonniert gerne den Kanal natürlich, lasst gerne ein Like hier, falls euch das Video gefallen hat. Wir hören wieder voneinander morgen, 10.30 Uhr am Freitag dann, den 3. Dezember 2021. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann. Und tschüss.